Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dead Space. Wir werden jetzt an die Außenhülle des Schiffs gehen, um uns von Asteroiden bombardieren zu lassen, um eine Kanone zu erreichen, um die Asteroiden dann abzuschießen, während unser netter Captain immer noch einfach unten in der Kabine sitzt und nichts macht. Naja. Ja. Dann geht's wohl raus. Ein Tritt Vakuum. Ein Tritt Schwerelosigkeit. Okay. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Okay. Okay. Kann ich jetzt laufen? Kann ich eigentlich auch da vorne hinspringen? Okay, kann ich nicht. Ja, ich hab's kapiert. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich meinen Luftkanister benutze. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt hier gleich durch bin. Schaffe ich zwei auf einmal? Oh Gott, ich schaffe nicht zwei auf einmal. Oh Gott, ich werde sterben. Oh, doch gerade noch so geschafft. Ich glaube, ich habe da hinten Gegner gesehen. Oder vielleicht doch nicht. Ach, kaum hör auf zu ersticken, Junge. Komm. Oh, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Komm, das schaffst du. Komm, Junge, das schaffst du. Jawoll. Sie sind immerhin so fair und lassen einen hier einmal abspeichern. Ich kann mir vorstellen, dass man da relativ leicht draufgehen kann, wenn man da ein bisschen, ein wenig zu unvorsichtig ist. Aber jetzt müssen wir erstmal Asteroiden abschießen. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ach je. Ein tatsächliches Minispiel. Ah. Linke und rechte Maustaste benutzen. Also ich bin kein Freund von solchen Minispielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nein. Automatisches Kontrollsystem aktiviert.
losgelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station. Hatte ich da gerade noch 1% Hülle übrig? Um Sakaris-Breite könnte man da wohl mal sagen. Eieiei. Das war's dann wohl. Ach, war ja klar, ne? Wenn auf dem Hinweg Asteroiden sind, sie müssten auf dem Rückweg so komische Monsterviecher kommen. Sonst wäre es ja zu leicht. Ich kann nicht sehen. Gemacht. Okay. Ja, das ist irgendwie schon von alleine kaputt gegangen. Beschwere ich mich jetzt nicht. Ende der Schwerelosigkeit. Puh. Auch das hätten wir damit überstanden. Ende des Vakuums. So, ich bin immer noch fest überzeugt, dass hier diese Geschichte böse ausgeht. Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Ja, wenigstens macht er mal was. Er sagt, hört das nie auf. Bisher hat er keinen Stratz gemacht in seiner Kabine. Mann, Mann, Mann. So, heißt es also wieder zurück zur Monorail-Station. Oh Gott, jetzt gibt's auch noch kleine Tintenfische oder sowas. Ja, supi. So, alles leer geschossen. Das heißt, wieder Zeit für den Flammenwerfer. Noch einmal speichern hier. Muss ich jetzt hoch oder muss ich runter? Ich muss runter, echt? Ach so, ja, gut, ich komme ja von Ebene 2. Ich bin ja ganz oben.
Nee. Oder? Oh, okay, ich dachte gerade. Endlich mal wieder aufmunitionieren. Puh. So. Ah ja, und oh, ich könnte mir vielleicht den... da muss ich gleich mal gucken, was ich mir hole. Und ich kann noch mehr Geld machen. Sehr schön. Ja. Halbleiter Rubin. 10.000, das dürfte dann der neue Anzug auf jeden Fall sein. Oh, wie ich sehe, brauche ich auch dringend noch ein Medkit. Anzug Level 3 auf jeden Fall. Das muss jetzt sein. Tada! Netter Anzug, Isaac. Überlege ich mir gerade, das Impulsgewehr tatsächlich in den Safe zu legen. Und vielleicht sogar den Flammenwerfer. Und dann schaue ich mir die Energiekanone vielleicht mal an. Ach, das ist ein Chinese-Booster, okay. Und die Laserkanone. Für schwere Schäden. Die hole ich doch mal mit. So, ich habe bestimmt keine Munition bisher für die, oder? Auf jeden Fall Plasma-Energie. Und ein mittleres Medkit brauche ich jetzt auch noch. So, da kann ich mal eins noch verkaufen. So, jetzt weiß ich ja nicht, welche Munitionsart diese Laserkanone benötigt. Dann hole ich vielleicht aus dem Safe doch nochmal. Den Flammenwerfer mit, für den habe ich ja auch keine. Hä? Wieso habe ich keine Munition für den Flammenwerfer? Bin ich jetzt. Ich denke, das reicht jetzt auch erstmal an Munition. Ah, ich habe tatsächlich viermal Munition für die eine Waffe. Für die Laserkanone, keine Ahnung wann oder wo ich die aufgenommen habe. Naja, aber jetzt so voll aufmunitioniert, machen wir hier jetzt mal eine Pause. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.